Es wird Zeit für eine neue Folge Film News und beginnen wir mit einem so großen Thema, das so ungewöhnlich ist, weil es das seit 63 Jahren nicht mehr gab. Denn in den USA streiken nun nicht mehr nur noch in Anführungszeichen die Autoren, die inzwischen seit gut 70 Tagen streiken, sondern seit Mitternacht Westküstenzeit, also bei uns ungefähr seit 9 Uhr morgens, auch die Schauspieler. Denn die SAG-AFTRA, die Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, hat nun über eine längere Zeit, circa 4 Wochen lang, verhandelt mit der AMPTP. Das ist die gleiche Gegenseite, mit der auch die Autoren verhandelt haben, nämlich die Alliance of Motion Picture and Television Producers, also im Grunde alle großen Studios, Universal, Disney, Warner, Paramount und Co., aber auch die Streamer wie Netflix, Amazon Prime Video und alle, die dazugehören. Und nach dem letzten Vertrag bzw. der Einigung aus dem Jahr 2020 ist der 3-jährige Vertrag nun ausgelaufen und trotz eines Schlichters ist man auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. Und nun streiken eben die Schauspieler der SAG-AFTRA. Und in dieser Gilde sind 160.000 Schauspielerinnen und Schauspieler, aber auch teilweise Moderatorinnen und Co. organisiert. Und nun könnte man denken, weswegen streiken die denn nun? Die haben doch alle so viel Geld, sind wir mal ehrlich. Die paar Leute, die wir so in den Medien kennen, die große Celebrities sind und sehr bekannt sind und aber Millionen verdienen, das ist ein ganz kleiner Bruchteil. Und sicherlich weit über 90% können von diesem Beruf, wenn überhaupt, gerade so leben oder so gar nicht leben. Sodass vor allem Fran Drescher, die viele sicherlich aus die Nanny, als die Nanny kennen, die aber Präsidentin der SAG-AFTRA ist, gestern in einer Pressekonferenz vor die Kamera trat und ich und meine Frau haben das gestern komplett während dem Twitch-Livestream mitkommentiert und eine sehr emotionale und auch wütende und aufgeladene Rede darüber hielt, dass Schauspieler im Grunde und Schauspielerinnen aufgrund des kompletten disruptiven Veränderns des Systems des Showgeschäftes in der Streaming-Welt, in der eben diese Vergütungen von Sachen wie, wenn Kinofilme auf DVD rauskommen, wenn sie auf Blu-ray rauskommen, wenn sie im Fernsehen laufen, wenn Fernsehserien wiederholt werden im Fernsehen, all diese Tantiemen im Grunde, wenn wir es mal so zusammenfassen wollten, als das Wort Tantiemen, die dahinter stecken, so in der Streaming-Welt nicht mehr funktionieren. Es wird nicht mehr partizipiert, man bekommt deutlich weniger Geld als noch 2020 und viele Mitglieder können einfach nicht mehr davon leben. Sie wirft gleichzeitig der Gegenseite auch eine massive Gier vor, in der es vor allem wichtiger ist, die Anleger an der Wall Street zufriedenzustellen, statt sich um die zu kümmern, ohne die diese Branche gar nicht existieren würde, nämlich auch die Menschen vor der Kamera. Nun, was heißt das nun? Die Schauspieler in Hollywood oder in Amerika streiken und das zusammen mit den Autoren. Bis jetzt ist es ja schon so, dass viele Serien oder Filme in Verzug geraten, weil Autoren eben keine neuen Drehbücher schreiben können, aber es gab nun schon oft genug Drehbücher, dass man bis zu einem bestimmten Stand noch weiterarbeiten kann. Aber mit dem Streik müssen sofort alle in dieser Gilde organisierten Schauspieler und Schauspielerinnen ihren Beruf ruhen lassen. Das bedeutet, sie dürfen keine Filme und Serien mehr drehen, sie dürfen keine Kostümproben machen, sie dürfen an keinen Castings teilnehmen, keine Make-up-Tests, sie dürfen keine Stuntproben machen, sie dürfen Filme und Serien nicht mehr promoten, das heißt nicht an Premieren teilnehmen, nicht an Filmfestivals, nicht in Talkshows, nicht in Presseinterviews, nicht in Podcasts, nicht auf eigenen Social-Media-Plattformen Werbung für diese machen. Klar, sie dürfen noch weiter Dinge posten, aber nicht Werbung für ihre eigenen Produktionen. Und das bedeutet im Grunde, dass Hollywood mit dem heutigen Tag vorerst zum Erliegen kommt. Wie lange dieser Streik dauern mag, man weiß es nicht. Aber wenn die Autoren schon 70 Tage streiken, ist vor allem natürlich die Schauspielergilde mit all ihren bekannten Gesichtern ein wichtiger Punkt, um die Öffentlichkeit nochmal anders zu erreichen. Und man darf gespannt sein, welche Seite zuerst einknickt oder nachgibt. Und das sehr Interessante dabei ist eben auch, dass zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz ebenfalls wieder in den Raum geworfen wird und es durchaus an verschiedenen Punkten Parallelen zu den Autoren gibt. Es wird auch spannend sein, wer sich wann, wie, wo positioniert. Es wird sicherlich auch viele bekannte Leute auch Druck geben, klarzumachen, auf welcher Seite sie sich hier vielleicht mehr wiederfinden. Und es gibt auch schon ganz akute und direkte Auswirkungen. Und die sind eben nicht nur in Hollywood, sondern die spürt man auch hier. So ist beispielsweise die Oppenheimer-Premiere gestern in London eine Stunde vorgezogen worden, damit der Cast noch einigermaßen auf den roten Teppich kann. Und trotzdem ist die gesamte Besetzung dann relativ schnell abgedampft von der Veranstaltung. Am Wochenende soll in Berlin eine Premiere zu Barbie stattfinden, mit rosa Teppich und Cast und Crew und allem drum und dran. Nun, das wird so jetzt nicht mehr aussehen. Für sich vielleicht macht man noch eine Premiere, aber das, wofür man sie eigentlich macht, nämlich die Talents da zu haben, um viele Interviews mit der Presse zu haben und ein Media-Buzz zu kreieren und die Promotion von Filmen ist oft so teuer, wird es so in diesem Fall auch nicht geben. Und das wird in der Zukunft natürlich sofort Folgen nach sich ziehen. Viele Produktionen
können jetzt nicht weiter gedreht werden, die gerade gedreht werden. Viele Serien können nicht weiter produziert werden. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie beispielsweise sich Artikel finden zu House of the Dragon, weil der Cast dort größtenteils britisch ist und die wieder anders organisiert sind und im Grunde dann nicht sich mit solidarisieren können mit dem anderen Streik, weil sie sonst rechtlich haftbar gemacht werden. Ist auf jeden Fall ein Riesenthema, super aktuell. Wie gesagt, seit 63 Jahren gab es das nicht, dass Autoren und Schauspielerinnen und Schauspieler zusammen gestreikt haben. Jetzt ist das der Fall und das ist dieser Auftakt zu dieser Folge Filmnews und wird uns sicherlich eine Weile begleiten und auch sehr schnell spürbar werden, wenn es darum geht, was wird weiter produziert und welche Filme werden geschoben. Ich meine, klar, Mission Impossible, der startet jetzt diese Woche und Barbie und Oppenheimer haben die meiste Promo schon durch, aber was ist mit einem Napoleon? Was ist mit einem Dune Part 2 beispielsweise? Was ist mit dem neuen Scorsese-Film mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, wenn die keine Promo machen können? Was ist mit den Filmfestivals? Werden jetzt die roten Teppiche in Venedig, in Toronto, werden sie leer bleiben? Werden die dann noch so stattfinden? Werden die Emmys im September überhaupt verliehen werden können? Mindestens interessant und ich habe es zu meinen Lebzeiten und ihr sicherlich ja dementsprechend auch noch nicht erlebt in dieser Form. Ich habe ja eben von den Emmys gesprochen, während die am 18. September verliehen werden sollten. Ob das so kommt, sei mal hingestellt. Aufgrund der aktuellen Situation sind dennoch die Nominierten bekannt gegeben worden und das Feld führt wieder an. Die HBO-Erfolgsserie Succession mit 27 Nominierungen, gefolgt ebenfalls von HBO mit The Last of Us, was für eine Videospiel-Adaption auch absolut bemerkenswert ist. Auch wieder ganz vorne mit dabei The White Lotus mit 23 Nominierungen, genauso wie Ted Lasso mit 21 Nominierungen und damit sind 3 von 4 Serien alte Bekannte bei den Emmys, die schon diverse Preise gewonnen haben. House of the Dragon im Fantasy-Bereich konnte mehr Nominierungen bekommen als beispielsweise Die Ringe der Macht bei Amazon, nämlich 8:6 ist da das Verhältnis. Auch im Star Wars-Bereich konnten 3 Serien Nominierungen bekommen. Ich finde ehrlicherweise besonders lächerlich, dass Obi-Wan Kenobi 5 Nominierungen bekommen hat. Wofür? Ich weiß nicht, ob es den Preis größte enttäuschende Serie gibt, aber für mich war das damals wirklich, wirklich ein Tiefpunkt, was das angeht. Aber die Emmy-Nominierung sind vergeben worden. Ein paar davon fragwürdig, aber auf jeden Fall immer ein ganz guter Pool, um gute Serien zu entdecken. Wolverine endlich im ikonischen Look in Deadpool 3. Ob Deadpool 3 jetzt so weitergedreht werden kann, ich wage es arg zu bezweifeln. Dennoch wurde diese Tage ein erstes offizielles Bild veröffentlicht und darin sieht man Wade Wilson bzw. Deadpool an der Seite von Wolverine einen Pfad, einen Weg, eine Straße entlang laufen. Und bisher durfte ja Hugh Jackman als Wolverine nie diesen ikonischen Anzug in Gelb und Schwarz gehalten aus den Comics tragen. Es gab zwar hier und da eine Andeutung, nun ist es aber soweit, man sieht ihn in diesem Kostüm, Fans finden das natürlich super. Und ringsherum gibt es sowieso eine Menge Gerüchte, die brodeln. So werden alte Bekannte an der Seite von Deadpool auftauchen und vor allem ganz, ganz alte Bekannte auch auftauchen, da es ja anscheinend eine Zeitreise-Multiversumsgeschichte wird und der Wolverine und Deadpool aufeinandertreffen, sind die Gerüchte auch sehr stark, dass ein Ben Affleck als Daredevil auftaucht oder auch eine Jennifer Garner als Elektra. Am Ende werden wir sehen, was es damit auf sich hat und wann, wie, wo Deadpool überhaupt weiter produziert werden kann. Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1, sperriger Name, aber trotzdem steht dem Film anscheinend ein fulminanter Kinostart bevor und das ist gar nicht mal unbedingt so logisch, denn zum Beispiel The Flash ist einer der enttäuschendsten Blockbuster seit langem und vor allem im Superhelden-Genre eines der größten Millionengräber. Warner wird anscheinend an diesem Film 200 Millionen Dollar verlieren, mit einem Drop nach der ersten Woche von über 70% hat er es nie geschafft, sein Publikum wirklich zu erreichen. Auch Indiana Jones 5 läuft in den Kinos aktuell alles andere als gut. Und so sind es immer wieder Blockbuster, wo man das Gefühl hat, funktioniert dieser Genrebereich noch, diese 200, 300 Millionen Dollar Filme? Nicht wenige sagen, der Blockbuster sei tot. Ich glaube eher, das Publikum ist sich endlich mal bewusst geworden, wofür sie da ihr Geld und ihre Zeit verwenden und sagen sich, ich will dann auch Qualität. Und bei Mission Impossible 7.1 kommt das eben zusammen. Das ist großes Blockbuster-Kino, aber eben auch eine fulminante Action. Und so sind die Prognosen und das sind die Konservativen, also am unteren Ende, dass Mission Impossible 7.1 in den USA am Wochenende mit 90 Millionen Dollar Einspielergebnis starten wird und weltweit mit 250 Millionen Dollar. Das würde den Film zum erfolgreichsten Start der Reihe machen und wenn er noch 10 Millionen mehr schafft, startet er sogar stärker als Tom Cruise bisher stärkster Start Top Gun Maverick in seiner Karriere, der knapp 260 Millionen weltweit zum Start einspielte. Nun muss man sagen, dass der kommende Mission Impossible Film fast überall 1 bis 2 Tage früher anlaufen darf, deswegen mit den Previews und allem drum und dran
dran noch ein besseres Auswertungsfenster hat. Aber am Ende stand für Top Gun Maverick knapp 1,5 Milliarden Dollar zu Buche. Und wenn das Mission Impossible schaffen sollte, auch in diese Sphären zu kommen, wäre das für die Reihe fulminant und für Tom Cruise sicherlich nochmal der Beweis, dass er einer der wenigen letzten richtigen Kinohelden ist. Denn er hat bisher keine Serie gemacht und keinen Film für irgendeinen Streaming-Anbieter und hält immer dem Kino die Treue und das Publikum scheint das zu honorieren. Und dabei soll Mission Impossible 7.1 ja der Auftakt werden zu einem zweiteiligen Finale. Aber er selbst meinte kürzlich, er will eigentlich noch Ethan Hunt spielen, wenn er so alt ist wie Harrison Ford. Mal gucken, ob Tom Cruise noch Mission Impossible-Filme in knapp 20 Jahren machen wird. Disney tritt auf die Bremse. Disney-CEO Bob Iger, der schon mal CEO war, dann wegging, dann zurückkam, um den Laden wieder auf Kurs zu bringen, sieht ein, dass die Strategien bei Disney, besonders mit Blick auf Disney Plus, in den letzten Jahren vielleicht nicht so besonders clever waren. Vor allem Filme wie Ant-Man 3 oder auch aktuell Indiana Jones 5, die bleiben deutlich zurück hinter den gewünschten Ticketverkäufen oder beispielsweise sicherlich auch ein Secret Invasion, was Abrufzahlen angeht, der Marvel-Serie mit Nick Fury im Fokus auf Disney Plus, sagt Bob Iger, man habe einfach zu engagiert gehandelt, zu viel gemacht und das dürfte ganz klar im Beispiel von Marvel heißen, zu viele Serien, zu viele Filme. Das gleiche trifft auch auf Star Wars zu, sodass er sagt, dass sich der Fokus und das Interesse des Publikums zerstreut habe. Und ich persönlich muss auch sagen, dieser Ansatz Quantität über Qualität finde ich ehrlicherweise sehr anstrengend und der fühlt sich auch so ein bisschen an, wie als hätte Netflix das irgendwann alles mit sich gebracht, weswegen ich persönlich eher einen Streaming-Anbieter wie Paramount Plus, weil sie die ganzen Serien von Taylor Sheridan haben oder alles, was HBO macht, bevorzuge, weil da immer der Anspruch an Qualität deutlich höher steht, als einfach nur Masse zu machen. Kurzum, Disney will künftig weniger machen und weniger Geld ausgeben. Und meine Frage an euch, findet ihr das den besseren Weg? Die dritte Staffel von The Witcher scheint ein Flop zu werden, beziehungsweise die ersten 5 Episoden der dritten Staffel, weil schaut man sich mal die Zahlen in den USA an, haben nicht einmal 50% der Haushalte, die angefangen haben, die ersten 5 Episoden zu schauen, sie auch zu Ende geschaut. Und auch in der zweiten Woche zeigt sich weltweit, dass in der gesamten zweiten Woche The Witcher 3.1 weniger geschaut wird, als in den nur ersten 4 Tagen, als die Serie rauskam. Und in wenigen Märkten hält sich die Serie auch auf Platz 1 der Netflix-Seriencharts, sondern rutscht dort relativ schnell ab. Kurzum, dafür, dass Witcher mal mit einem so großen Hype gestartet ist, mit einer so großen Fanbase, stürzt diese dritte Staffel regelrecht ab. Und so ging es mir auch beim Sehen. Nicht die Figuren, wie ich sie bisher kannte, nicht die Geschichte, wie ich sie interessant fand. Und es wundert immer weniger, warum Henry Cavill dieser Serie den Rücken kehrt und sagt, das ist nicht das, wie die Buchvorlage und die Videospiele letztendlich funktionieren. Und die Showrunner haben ja diese besagten Dinge auch vom Set verbannt. Der Serie scheint es nicht gut zu tun. Und dem Publikum scheint es damit ganz ähnlich zu gehen. Und hier noch 2 Kurzfilm-News im Überblick. Wenn 2025 mit Superman Legacy das neue DC-Universe im Kino startet, dann haben wir inzwischen schon die Namen bekommen, wer wird Clark Kent spielen, wer wird Lois Lane spielen. Aber für alle Green Lantern-Fans ist interessant, dass Nathan Fillions Guy Gardner spielen wird, einen Green Lantern, der neben Superman Legacy dann auch in weiteren DC-Projekten zu sehen sein wird. Fans von ihm wissen, dass er schon des Öfteren mit Gunn im Film zusammengearbeitet haben oder lieben in Serien wie The Rookie oder beispielsweise auch Castle. Und damit gibt's schon mal einen ersten Namen Richtung dem neuen Green Lantern, der vielleicht in einem eigenen späteren Film nicht im Fokus stehen wird, der Lanterns. Aber es wird schon mal klar ersichtlich, dass die eine wichtige Rolle spielen werden. Und beenden wir diese Folge Filmnews mit der Info für alle Fans der After-Reihe, dass der kommende After Everything nun doch nicht im Kino starten wird. Der Nachfolger von After Forever wird direkt auf Amazon Prime Video landen und den Film könnt ihr dann dort ab dem 3. Oktober streamen. So, dann bin ich am Ende dieser Folge Filmnews. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.